Willkommen zurück. Wir machen gleich auf. Ich bin mich mal gespannt, wie sich unsere neuen Lizenzen hier verkaufen. Wo ich mir den Reiniger mal so angucke, das sieht aus wie so ein Anti-Fliegenmittel, ne? Anti-Mückenmittel. Auf jeden Fall stand Reiniger im Text. Sehr teurer Reiniger. Gut, wir haben frische neue Logos. Obwohl das auch echt aussieht wie Küchenrollen, ne? Aber okay, das war auch eng an Reiniger. Ach, dann wird schon alles. Wie das hier im Laden sortiert ist, ist ja eigentlich auch völlig egal. Hauptsache, das Lager ist in Ordnung. Aber ich bin mal gespannt auf die nächste Lizenz. Wir brauchen erstmal Money Money. Aber die wird auch kommen. Und wir werden halt weiterhin probieren, auf die Marktpreise zu gehen. Gewinn machen sollten wir trotzdem. Und die Kolonne läuft los. Schön. Wir stellen schon mal hin. Irgendwann kommt jemand zu uns. Na, möchten Sie bitte denn viel einkaufen? Ja, der Herr, willkommen bei uns im Laden. Bitte treten Sie sich die Füße ab, Sie genauso. Na, ich habe Sie im Blick. Ja, aber ganz genau. Alter, habt ihr mal drauf geachtet, wie die laufen, voll breitbeinig. Ach gut, die Dame kommt zu mir. Ja, ich bin der Erste. Jo, schön, danke. Gut, aber ein bisschen mehr, die Dame. Das ist zu wenig. Danke. 68, 30. Jo, danke schön. Werden Sie uns bald wieder. Nicht dahin. Obwohl, die will eh keiner. Die hat zu wenig gekauft. Gut. Der nette Herr kommt doch bestimmt zu uns, oder? Nö. Oh, nö, nicht der. Dich will ich nicht. Na, Gott sei Dank. Ja, lauf mal durch meine Kasse durch. Ich bin auch noch da, Mensch. Okay. Oh, guck mal, da wird gleich die neuen Bleichmittel gekauft. Schön, schön. Danke, danke, danke. Jetzt sollte ein paar sehen. Ja, vielen Dank, der Herr. Komm, Umi mit schlechtem Mutegeschmack da vorne. Die kommt bestimmt auch zu uns. Danke. 60 Cent wollen Sie wieder haben? Haben Sie es verdient? Nein. Oh. Grillabend mit Fliegeninferner, jo. Scharfe Soße noch dazu. Oh, 154, 80. Das ist doch schön. Oh, die wollen alle schon wieder. Wir haben wieder Grill-Time. Wir wollen wieder alle grillen. Oh, und dazu gibt es noch einen neuen Reiniger. Okay. Ein bisschen abschmecken muss ja auch sein, ne? Doch so viel. Oh man. 1948. Tut das Not? 48 alleine schon, aber die Zahlen habe ich befürchtet. Oh, Mann. Echt jetzt. Aber gut. Bleichmittel ist viel zu teuer für mich. Ah, oh, halten Sie die Klappe. Müssen wir gleich mal gucken. 47,96. Was sind denn das jetzt für Summen? Gut, habe ich ja selber gemacht, ne? 47,96. Mann, Mann, Mann. Warten Sie bitte. Ich muss auch gleich mittel was gucken. Hier war Bleichmittel. Das war dieses Bleichmittel hier, ne? Ajax. Immer zu teuer. Was? Das ist ein Schnäppchen, Mann. Die Kassen sind voll. Mei, oh mei, oh mei. Bip, 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 bip. Danke, Korde. 122,30. Jo. Danke, die Dame. Tschüss. Die Kassen sind immer noch voll. Ja, können Sie bitte nach Hause gehen? Wir arbeiten hier. 36, danke der Herr. Mach ja schon. So, der will wieder 62,80 wieder haben. Beschweren Sie sich bei Ihren Mitkunden. Oh Gott, was mache ich denn da? Weg damit. Wechselgeld 62. So. Ich kam da gerade leicht durcheinander. Naja, das kann ja mal vorkommen. Die Kunden machen einen ganz wuschig. Da passiert das schon mal. Oh, um den schlechten Modegeschmack. Ja gut, bei dem Essen wundert mich dann nicht. 78,30. Ja gut, wenn es vor oder nichts ist. Danke, ein bisschen Pommes. Fliegenklatsche. So, der Herr wäre auch noch mit Korde. 122,20. So, ja, das kann ja mal vorkommen, dass die Kerzen voll sind, ne? Warum sind sie jetzt überhaupt übermäßig voll? 27,20.
gleich mal gucken, wie viele Kunden wir hatten. Ja, ich glaube, durch die neue Lizenz haben wir jetzt ein paar mehr Kunden. Ja, so, müssen wir gleich mal gucken. So, 154, 92. 92, oh man. Na, ich wollte es ja so, ne? Ich wollte es ja so. Wodka, Wodka. Ja gut, die Dame muss ich schön trinken. Okay. 94, 64. 94, 64. So, derzeit genau 45, 50. Das kriegen wir auch hin. Jo. So. Das sind ja Summen jetzt. So, 1,47 Dollar. Ja gut, ja gut, ja gut. Beep, beep. Na komm, hier machen wir so. Dann kriegst du noch 2 Cent, bitte. Die Kassen sind immer noch voll. Alter, ich brauche einen Angestellten, der die Kunden klatscht. Bitte. Wow. Ich bin begeistert. Na, immerhin 2 Dollar, ne? Die will er wieder haben, ne? Natürlich. Das sind ja Kleineinkäufer heute, du. 56, 19. Naja, naja, naja. Besser als nix, ne? Dreimal Lachs. Okay, 24, 60. Dip, dip, dip. Ist ja schlimm, die Kunden heute, du. Aber richtig schlimm. Richtig furchtbare Kunden. 4,37 Dollar. 37, okay, okay, bitte. Wenn hier nochmal einer motzt, die Kassen sind voll. Dann gibt's was auf die Bobacken, aber volle Kanne. 1,50 Dollar. Ein bisschen Case, yo, 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 yo. So, auch ein Baugeld. 12,70 Dollar. Was mache ich da? Bip, bip, danke. Bisschen Kev. Oh, 9 haben wir aber schon. Die will mit Korde zahlen. 52, 60. Aber unserem Kollegen ist aber auch voll. Alter, dreimal mich? Okay. So, der will auch 4,50 Dollar wieder. Okay. Ein bisschen Massaker. Passen. Vielen Dank, der Herr. Oh, was? So viele Soßen? So viele Eier? 1 Dollar krieg ich ja wieder? Bitte. Oh, wirklich voll hier, du? Ja, der Herr will 76,39 oder besser gesagt soll er zahlen. Bitte. Oh Gott, haben wir überhaupt noch was im Lager, bei dem wir die kaufen? 37,50, natürlich. Mai, oh mai, bitte. Aber das gute Zeug geht ganz gut weg. 48,4. Das ist das in Summe heute. Okay. 48,4. Schön. So, 107,22. Ja, schön. Ah, Bier. Okay, da kriege ich 80 Cent wieder. Dankeschön. So, 73,80. So, die Menge immer noch rumkassen voll. Beruhigt euch mal. 19,80. Wieso muss ich ja nicht die Karten anklicken? Normalerweise müssen wir selber reinstecken, ne? Boah, Chips gehen heute gut weg. 77,93. Du hast geheilt alles. So, 94,67. Alter. Junge, 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 Junge. Bitte. D.
Gut, der zahlt auch. Wechselgeld 24,90. Sag mal, die Kunden hier, ne? Würde ich ja am liebsten alle morgen gepflegt mit so einem schönen Chuck Norris-Tritt an die Wand klatschen. So, 1,18 Dollar. Ich jetzt? Cordy, 112,64. Naja, jetzt wird es langsam weniger. Das war schon mal gut. Cordy, 164,90. Das geht doch noch. Ja, ich glaube, wir haben die letzten Kunden am Start. 19,30 will er wieder haben. Natürlich will er so viel wieder haben. Bitte. Naja, es wird für die nächste Lizenz noch nicht reichen, da wir noch Bestellung machen müssen. Aber das war eigentlich ein guter Verdienst heute. 4,10 $. Okay. Bip. So, der hat auch den letzten. Das ist gut. Bin ich mal gespannt, wie viel gleich ich kriege. Da kommen noch ein paar Kleinigkeiten ein hier. Oha, Junge. Nimm sie mal ab. Nicht so viel Pommes, dann klappt das auch mit dem Körper. So, raus mit ihnen. So. Einer fand die Produkte zu teuer. Der kann bleiben, wo er will. Wow. Ach ja, wir haben die Lizenz gekauft, ne? Ja klar, denn. Dann haben wir auf jeden Fall keinen Profit gemacht, auch wenn wir ein Einkommen 5.769 hatten. Was, der neue Reiniger wird gleich billiger? Und die 12 Eier auch? Und eine Pizza? Nö, dann war das der nicht? Der vielleicht? Nein, welcher Reiniger ist denn das? Der hier? Ah, das hier unten war doch Bleiche, oder nicht? Ja. Welcher Reiniger wird denn der? Der. 2,87 nur noch. Oha. Ja, wie gesagt, ich will ja jetzt nach dem Marktpreis mal gehen. Gut, dann war das auf jeden Fall noch eine Pizza. Und noch ein... Ich guck nach. So, Pizza weiß ich, aber ich weiß halt auch nicht welche und ich weiß auch nicht mehr, was das noch war. Wenn wir treu sagen. Ach ja, die 12 Eier. Stimmt. Und welche Pizza war das? Die Cheddar Pizza. Gut, dann machen wir erstmal die 12 Eier. Das sind die. Oha, ja, übelst gefallen. Gut, wir machen 5,73 draus. Also genau der Marktpreis. Danke. Immer noch ein Gewinn. Und die Cheddar Pizza, die ist. Da. Ah, gut, die ist ein bisschen teurer geworden. Das ist gut. 9,86 machen wir draus. Danke. Schön. Den können wir jetzt bestellen. So, warte mal. 12 Eier haben sie doch bestimmt welche, Jojo. Den packt den schon mal rein. Bei Joghurt müsst ihr einmal gucken. Nö. Joghurt ist immer noch nicht. Okay, die Dockeli. Okay, wir brauchen. Oha. An Zucker eigentlich so ziemlich einiges, wenn ich einfach so sagen darf. Wir brauchen das alte Susu zweimal, Pablo einmal, dann einmal, okay. Zucker. So, den brauchen wir zweimal, den brauchen wir einmal und ich glaube, der war auch einmal. Oder? Der ist auch noch voll. Ja. So, wir brauchen zweimal Käse und einmal den neuen Käse. Käse. Zweimal den. Einmal den. Und hier, beim Mehl. Okay, wir brauchen das alte Mehl zweimal, das ganz neue zweimal, das einmal. Das auf jeden Fall zweimal. Das einmal. Und das andere machen wir auch nochmal zweimal. Und. Gut, mehr haben wir jetzt. Beim Öl. Olivenöl zweimal, das andere Öl einmal. Und das einmal, das zweimal. Gut, und hier Nudeln, zweimal Spaghetti, Makaroni ist voll, okay.
Das einmal Spaghetti zweimal. So, und hier, das alte Miski. Miski allein schon. Alte Müsli zweimal und das Crispy einmal. Müsli. Das zweimal. Das ist ja auch voll. So, das brauchen wir einmal und das hatten wir voll. Braut ist auch voll, Macaroni ist voll. Okay. Ich glaube, Käffchen füllt mal. Das geht hier so, das sieht man da mal so schlecht. Das passt alles noch. Eier passt. Aber wir brauchen die 6er Milch zweimal. Wollen es ja jetzt auch nicht übertreiben, ne? Das passt alles noch. Das noch, das noch. Klau mir hier nichts raus, mein Freund. Sag mal. Passen wir mal noch. Wir brauchen einmal Thunfisch. Und den neuen Reis auch einmal. Aber nehmen wir erstmal Thunfisch. So, und Reis. Den auch einmal. So, dann gucken wir erstmal hier. Oha. Viermal Kartoffelkäse und einmal Käsepizza. Ne, warte mal, das war ein Hähnchen, ne? Das sind Hähnchen, okay. Nicht Kartoffeln. Vier Hähnchen. 1, 2, 3, 4. Und wir hatten natürlich auch einmal die Käsepizza. So, das kannst du auch gleich bestellen. Jojo. Gut, zweimal Pommes und einmal Kartoffeln. Einmal Pommes. Ne, zweimal Pommes, ne? Ich glaube, Pommes war einmal. Einmal Pommes und zweimal Kartoffeln. So war das. Kartoffeln. Gut. Zweimal. Ne, es war doch zweimal Pommes. Mann, du verwirrst mich, mein Freund. So. Passt schon besser. Jo. So. Wir hatten einmal Kartoffeln. Deswegen kam ich durcheinander. Einmal Kartoffeln. Und nicht zweimal. So. Jetzt passt es. Schlimm hier, du. Fleisch passt noch. Das passt noch. Okay, zweimal Sushi groß und einmal Sushi klein. Ding, ding. Und einmal den kleinen. So, das passt noch. Das passt noch. Dann gucken wir mal hier. Das hier passt auch alles noch. Na, nicht ganz. Wir brauchen beide Chipsorten einmal. Chips. Bip und bip. So, das passt was. Diät Cola einmal, Sepp einmal. So, Sepp einmal und die Eimer. Sehr schön, das kannst du auch gleich bestellen. So, das hätten wir. Sepp haben wir auch bestellt, das passt noch. Okay, Wodka auch noch, aber einmal ein Fass Bier und das da. Bier. DOS-Eimer und DOS-Eimer. Und haben wir das hier mit auch durch. So, dann müssen wir hier noch einmal gucken. Der Reiniger Post noch. Wir brauchen zweimal Ajax und zweimal diesen weißen. Da ist er doch. Zweimal Ajax. Zweimal den. Yep. So, das Postnot-Logo, aber unser altes Logo brauchen wir dreimal. De. 1, 2, 3. Das neue haben sie gar nicht gekauft, ne? Oder so gut wie gar nicht. Nö. So, Shampoo passt noch. Obwohl, na gut. Na gut, Shampoo geht noch. Okay, warte mal. Wir nehmen auf jeden Fall dreimal Seife und einmal Reiniger. Seife geht auch immer so schnell weg. Seife. Okay, warte mal. Bestell erstmal. Und dann kommt nochmal zweimal rein. Und auch zweimal Reinige.
Reiniger nur einmal. Gut, der Rest passt. Wie oft habe ich den Reiniger jetzt reingepackt? Brauchen wir mich nur einmal? So ist es besser, aber ich muss hier noch einmal gucken. Oh Gott. Wir brauchen auf jeden Fall dreimal scharfe Soße und die anderen waren jeweils zweimal. Ein, zwei, drei. Und Ketchup zweimal. Und Mayonnaise auch zweimal. Schön. Dann kannst du uns bestellen. Zack. Und reinräumen, mein Freund. So, das ging doch jetzt einigermaßen, finde ich. Da kommen wir rein. So, wir haben jetzt auch alles wieder drin. Auch wenn sie noch gut reingekrabbelt haben. Momentan ist alles voll. Passt doch. Über 6000 sind wir auch wieder. Klar, wir könnten zwar die Lizenz holen, aber keine Waren. Aber ist nicht schlimm. Ich wollte jetzt auf die Rechnung. So, jetzt können wir uns die Lizenz auch gar nicht mehr leisten. Ist aber nicht schlimm. Wir verdienen jetzt Druckbetankung. So, machen wir wieder auf hier. Und solange wir noch Kunden haben, gucke ich hier nochmal. Das war beim Ajax, wo sie rumgemeckert haben, ne? 5,68, so viel teuer ist das gar nicht. Aber gut, dann machen wir halt Marktpreis draus. Und dann passt das. Dann dürfte keiner mehr meckern. Wie gesagt, Gewinn machen wir trotzdem. Klar, bis wir alle Dinge haben, dann haben wir nur noch unrunde Zahlen. Aber wird denn schon passen? Sag mal, wo bleiben die in 9 Uhr durch? Mensch, Geld verdienen. Wieso ist das nicht richtig aufgefüllt hier? Immer diese schlechten Mitarbeiter. Kommen Sie rein, alles zum Nulltarif. Aber nur in Ihren Träumen. Schön, ja, grabbel on die Rinnen. So, wir stellen uns schon mal um die Kasse. Die ersten Megablasen werden schon kommen. Es dürfte auch wieder sehr, sehr voll werden, wir kennen's. Aber momentan geht das, auch wenn sie ein bisschen rummeckern. Kassen voll? Naja, der bestimmt nicht. 5,50. Ja, aber da müssen sie durch im Moment. Gehen in anders. Sind ja gerade fleißig dabei. Wir haben hier sowieso Kunden in der Stadt, komisch, die müssen fast alles im Dreierpack kaufen. Ich weiß auch nicht warum. Die sind hier irgendwie getrieben, alles dreimal zu kaufen. Ach komm, lassen wir den Kunden ein bisschen Zeit zum Einkaufen. So viel Zeit muss auch sein. Im Moment ist aber kein von uns jemand. Die Milch ist zu teuer für mich. Welche Milch denn? Die? Ach, die ist günstig. Naja, irgendwann haben wir es. Gott, oh gut, dann machen wir ihm 2,50 draus. Mark Price, bitte. Immer noch gewinnen. Haben wir das Problem irgendwann behoben? Hallo, der Herr. Auch wenn meisten natürlich auch mehr kaufen. Klar, weiß ich. Ich will keine Mega-Kunden. Hey, passen. Ich will zufriedene Kunden. Immerhin sind wir ein Laden der Glückseligkeit. Hier wird jeder glücklich kommen und glücklich gehen. Es sei denn, er benimmt sich daneben. Auch passend. So, Blondie kauft jede Menge Reinigungsmittel. Warum auch immer? Na, das auch noch? 94,20? Och, komm. Das geht mehr, Lady. Da geht mehr. Und der steht auch scharf. Auf den Punkt genau. 15 Dollar. Danke. Gut, aufpassen. Na, das sind nochmal gute Kunden heute. Gut, ja, der kommt. Oh, das erste Mal einer mit dem neuen Lokus. Kräfte verscheint das Bier nicht. So, aber sie will auf 4,22 wieder haben. So, hopp. Bitte? Ne? Schön, der 127,40. Na, gucke mal, der Lüfter. Dab. Mhm.
Juhu, 90 Cent, das kriegen wir hin, bitte. Und Cordy, genau 27, schön. Ah, da steht er auf das alte Logos. Ah, dafür guten Sushi. Und passend, schön. Bip, 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 bip. Die Kassen sind voll. 92, 79, yo. Wie gesagt, Jaulkunden werden gnadenlos ignoriert. Für solche Kunden gibt es hier keinen Service. 10 Cent. Danke. Wow. Hast du hier richtig verausgabt, war? Immerhin passend. Auch passend. Schön. 49 auf den Cent, genau. Vielen Dank. Oh, hier gibt's viel. Vor allem Zucker und Hummus. Haben wir Korde? 191? Okay. Dankeschön. Wow. 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 Und dann nicht mal passend. Naja. Die Kassen sind voll. Oh. Ich muss mich deswegen anstellen. Oh. Ich komme 5 Minuten später nach Hause. Oh. Und das nur, weil die Kasse voll war. So unerhört. De. 53,91. Danke. Es wird dunkel. Passend. Sushi. 10 Cent. Bitte. Passend. Ich glaube, ich sollte mal Licht anmachen. Passen. Joho, bin ich wieder da. Träumerpfeffer. 22,40. Schämen Sie sich nicht. Für sowas haben wir keine Zeit, Mensch. Sie halten hier den ganzen Verkehr auf. Beep, 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 beep. Cordy. 73,50. Juhu, vielen Dank für Ihren Einkauf. Oh, Fräulein zu dünn auf den Rippen. Naja, was müssen Sie denn zahlen? Ah, Sie kriegen 95, aber Sie kriegen immerhin 70 wieder, ne? Also 70 Cent. Ja, diesmal ja wohl nicht ganz so viele. 35,96. Das ist in Summe, aber gut. Wir wollten es ja so. Oh, Sushi. Passen. Oh, guck mal. Schlange abgearbeitet. Der steht eindeutig auf Fisch. 117,40. Jo. So, 75,60. Sind sie nicht ganz dicht? Naja, auf jeden Fall, wenn die neuen Reinigungsmittel gut gekauft, passend, sehr schön. Okay, kippen mich halt die Karte falsch rum. 107,24. Kriegen wir hin. So, 131,90. Das haut alle sehen hier. Na, diesmal war es nicht ganz so schlimm mit Kerzen voll. 56,63. Okay. Bitte. Oh, komm, jetzt aber mal einen Schwung. 298. Jo, willkommen. So muss das. Ah, kommt doch nochmal mehr, als ich dachte, ne? Okay, 24,91. Ich mag sie nicht mehr. Bitte. Solche Leute halten den Verkehr auf. Eindeutig. So, passen. Sehr schön. Oh, $1. Das galt ja noch. Bitte. So,
So, wir haben beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, wie viele Kunden wir haben. Dann machen wir sie jetzt. 4,39. Okay, okay. Bitte. Römer Chips? Naja, dann lassen Sie es schmecken. 10,10 $. Bitte. Aber wir haben immer noch Kunden im Laden rumlaufen, ne? Die ordentlich reinkrabbeln, obwohl wir schon lange neun haben. 133. So, ist noch irgendjemand im Laden? Ja, tatsächlich. Oh, nur hier kommt nicht mehr, ne? Aber wir haben gut Geld gemacht. Sehr gut Geld gemacht. So, nun sehen Sie mal fertig da, Mensch. Gucken Sie mal auf die Uhr. Angestellten wollen auch Feierabend haben. Schlimm hier. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Oh, lange rumgrabbeln und dann nur Kleinigkeiten kaufen, oder was? Dann haben wir gern. Oh, diesmal war es nicht ganz so schlimm. Klar. Immer so zum Hauptpunkt. Meckern die Rudel-Leute rum. Kassen voll, aber es lohnt sich nicht. Für die ein, zwei Stunden, wo es richtig voll ist im Laden, eine dritte Kasse. Noch nicht. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, auf wie viele Kunden wir hatten. Hab mich vergessen zu gucken beim ersten Mal. Jojo. So, 80 hat er genau bezahlt. Raus mit ihm. 63. Oh gut. Ist nicht mehr geworden, ne? Nö. Gut, zwei fanden die Produkte zu teuer. Die sollen die Klappe halten. Immerhin hatten wir diesmal einen Profit von 2352. Das ist doch schön. Och nö. Wasser wird teurer, das ist ja gut. Aber die Nudeln. Och nö. Welches Wasser wird denn teurer? Eindeutig das hier. 3,36 machen wir da raus. 3,36. So, aber ich gucke trotzdem sicherheitshalber nochmal das andere Wasser nach. Na, da machen wir jetzt 1,96 draus. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir nach und nach auch die Preise anpassen. So, aber auf jeden Fall Nudeln noch. Welche Nudeln? Wahrscheinlich die roten Nudeln. Weil die anderen heißen nicht Nudeln. Das ist Mehl. Warum denn Nudeln? Hier. Eindeutig die. Die sind ja übelst gesunken. Okay. Dann machen wir 2,87 draus. Schön. Bim. So, den googeln wir mal. Ich hatte vorhin hier einmal einen Schockepick zu viel. Haben wir immer noch zu viel? Okay. So, beim Zucker. Wir brauchen einmal Bablo und einmal den. Und Rechnung. Na gut, die kannst du auch gleich mitbezahlen. Haben wir es zumindest hinter uns. Aber Zucker. Zucker. Das war einmal der und Pablo, ne? Nein, genau andersrum. Der. Den nehmen wir hier den Standard-Suso wieder raus, mein Freund. Der ist das. Gut, so viel Wort das nicht. Aber wir haben beide Wasserflaschen immer. Käse passt noch. Ich werde jetzt nicht mehr so viel bestellen. Nur wo es wirklich Not am Mann ist. Wasser, Wasser. Weil wir sonst hier nie vorankommen mit unseren Lizenzen. Wir geben viel zu viel Geld aus. So, einmal blaue Mehl. Und einmal Nudels. Einmal das blaue Mehl. So, und einmal Nudels. Danke. Das passt noch, das passt noch. Okay, zweimal Sandwich und einmal das normale Brot. Einmal das und zweimal Sandwich. So, Kaffee und das passt noch. Das passt noch, das passt noch. Okay, einmal die normale Milch. Hau rein hier. Milch, 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 Milch. Danke. Warte mal. Weil, ist sie noch mit rein? Ja, ne? Ja. So, einmal die normale Milch. Dann gucken wir mal hier. Das passt noch, das passt noch. Hummus brauchen wir einmal. Und Basmati. Aber erstmal Hummus. So. Und Basmati. Schön, schön. Püree passen noch. Wir brauchen... Nein, du bleibst drin. Zweimal Massaker.
Piep, piep. So, der Rest geht hier. Dann kommt mal hier. Okay, zweimal Hähnchen. Das geht auch noch. Abgeholt noch. Okay, erstmal zweimal Hähnchen einlocken. Also sparen wir auch eine Menge Geld, wenn wir wirklich nur das bestellen, was wir wirklich brauchen. Kartoffeln sind so genau, Finger hier nicht so rum. Okay, einmal Fischpampe, würde ich sagen. Und einmal Sushi Groß. Sushi Groß, danke. Und einmal dieses Muschelgratin-Zeugs da. Danke. Kleinen Pass noch. Und einmal Krabbensticks. Krabbensticks. Sehr schön. Hätten wir auch. Passt. Oha, Süßigkeiten immer zur Neige. Wir nehmen mal zweimal Süßigkeiten. Ja, wir nehmen immer noch zweimal Süßigkeiten. Weil da ging ja gut weg. Süßigkeiten. Na gut, passen wir noch einmal rein. Machen wir jetzt noch einmal. Bestell erstmal. So. Der grabbelt hier ja gut raus. Chips passt. Okay, wir brauchen einmal Orangensaft. Ich würde sagen, einmal ein Bierfass. Orangensaft. Danke. Und das Bierfass einmal. Brauchen wir nicht fertig. Okay, das hier passt aber noch. Wodka brauchen wir noch einmal. Aber unbedingt Wodka. Dankeschön. So, fangen wir mal hier an. Das passt alles. Wir brauchen einmal Ajax. Und dreimal Lukus. Einmal den und Toilettenpapier. 1, 2, 3. Sehr schön. Das neue wird gar nicht so extrem gekauft, ne? Gut. Shampoo haben wir ein bisschen wenig. Wir nehmen zweimal Shampoo. Der Rest. Und zweimal. Oh Gott, Geschirrspülmittel brauchen wir aus. Erstmal zweimal Shampoo. Bip, bip. Dann kannst du es bestellen. So, meine Geschirrspültabs. Müssen wir nochmal gucken, aber wir brauchten beide. Frage ist, welche nochmal? Okay, von dem alten zweimal, von dem neuen einmal. Was ist denn das? So, der zweimal, der einmal. Bestell. Nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ah doch, die passen noch. Bestell, mein Freund. Bestell. So, rein in Räumen muss aus sein. So, da drin ist alles. So eine Makaroni-Karton rennt da gerade rum. Ich weiß nicht, ob er ihn leer macht. Wo ist er denn? Nee, das erste Mal. Da haben wir alles drin. Dann brauchen wir nichts mehr nachbestellen. Denn passt es doch. Gut, wir haben jetzt nicht alles voll im Lager, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jedes Mal alles voll mache, kommen wir nie wirklich an Geld. Wir wollen ja auch irgendwann die anderen Lizenzen haben, ne? Also, wir könnten zwar jetzt die nächste Lizenz kaufen, ich bezweifle aber, dass unser Geld dann reicht, um die Waren zu kaufen. Man muss bedenken, wir brauchen das doppelt für Laden und Lager. Das kostet bestimmt so 3.000, 4.000. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin, wenn ich mal ehrlich bin. Wir probieren es einfach mal. Wir gehen einfach mal das Risiko ein. Geh mal auf Lizenzen, mein Freund. Rechnung haben wir ja schon bezahlt. So, Schinken, das sind 7 Sachen. Vor allem das Problem wird hier nicht auch wieder mit dem Lager, ne? Das kommt ja auch wieder alles durcheinander jetzt. Ich habe aber keine Lust, schon wieder das Lager neu zu sortieren. Sag ich ganz ehrlich. Wir probieren es einfach. So. Im Grunde genommen muss man das Lager jedes Mal umbauen, ne? Das ist eigentlich auch furchtbar. So, gehen wir mal raus. Die neuen Sachen haben wir den ganz unten auf jeden Fall. So, hier. Galette, Schinken und Käse. Ist also 2 in einem. Da sind 24. Wir bestellen erstmal 2, würde ich sagen. Genau, wie Rinderhackfleisch 2-mal. Das muss bestimmt wieder in den Kühlschrank. Ich hoffe nur, das haut hin. Wir brauchen ja bestimmt auch Kühlschränke, ne?
Schinkengebäck? Was zum Henker ist Schinkengebäck? Aber okay, es ist ja schon leicht wirklich. Schinken und Lasagne. Und zweimal. Und die machen wir gleich noch. Ist Dill erstmal. Ich hätte mal gucken sollen, wo es reingehört. Aber Lasagne und so, ich würde sagen, Tiefkühltruhe, ne? Nein? Das ist doch ein Fridge. Und du musst auf den Fridge passiert. Das ist ein Fridge, das sind Kühlschränke. Nichtsdestotrotz, wir probieren es mal. Okay, ein ganzer Karton passt rein. Okay, die gute Lasagne. 15,59. Ja, gut, warum nicht? Schön, 15,59, machen wir trotzdem Gewinn mit. Schmeiß weg. Das ist... Ich weiß es nicht. Aber was wird hier unten noch reingehen? Sieht auch aus wie... Ja, wie Fischbrot oder sowas? Das sehen wir ja gleich. So. Was ist denn das? Ach, das ist der Schinken und Käse. Okay, 10,56. Ja, okay. Das wird auch passen. Das gibt gut Geld. Schmeiß weg. Den haben wir gerade drin. Wie gesagt, normalerweise müsste das mit zu dem Essen. Warte mal, wir haben ja noch... Schinken und Käse passt jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir Fleisch. Deswegen. Das ist Fisch. Passt nicht unbedingt zum Fisch, ne? Aber... Ja gut, müssen wir gucken. Aber wir haben hier ja auch... Auch sowas wie Moussaka und sowas stehen, ne? Ja, ja, das passt schon. Ja, ja. Das packen wir hier mit hin. Mhm. So, das ist die Lasagne. Das ist ja eigentlich ein Tiefkühlprodukt, ne? Aber hier muss es im Kühlschrank. So, Tiefkühlprodukt haben wir auch voll. Würde ich sagen, stellen wir die auch hier mit hin. Dann passt das schon nicht hier. Da. Den nimmst du weg. So, was ist das? Muss wahrscheinlich auch in den Kühlschrank. Wir haben keinen Kühlschrank mehr, oder? Ja, muss auch in den Kühlschrank. Bestimmt dieses Schinkengebäck. Okay, jetzt wird's eng hier. Momentan können wir noch nicht wirklich großartig umbauen. Ich muss einmal einen Kühlschrank kaufen. Und du willst nicht viel gehen. Wir brauchen die unteren beiden auch noch. Kühlschrank. Und zwar den B. Danke. Bestell. Was sollte trotzdem alles hinkommen? Danke. Dann würde ich sagen, stell mir den erstmal hier. An die Wand. Geht ja nicht anders. So, ja, ja, später weitergehen, ja. Steht hier zwar nicht ganz dran, mach nix. So, das geht dann erstmal hier oben rein. Danke. Oha, könnte aber irgendwer mit dem Geld. Kühlschrank ist ja so teuer. 12,6 kostet das Ding. Haut wohl doch nicht ganz hin. Ach, das wird schon. So, schmeiß weg. Da kann dann auch ins Lager. Gut, stellen wir den auch hier mit zu. Auch wenn, na gut, aber guck mal hier, Thunfische und das ist eigentlich auch kein Brotausstrich. Passt hier also schon. So, das ist Fleisch. Das muss dann garantiert hier auch rein. Oder besser gesagt Schinken. Okay, vom Schinken passt schon sehr viel rein. Ich will es auch nicht entfernen. 5,57. Oh, Schinken. 5,57. Passt schon. Oh, guter Gewinn. So, aber ich will einmal kurz. Na, aber gut, den Wendt ist gleich aus dem Lager rausräumen. Aber wir haben es dann zumindest schon mal im Lager drin gehabt. Das heißt, wir sehen dann, wo es reingehört. Und hier ist eigentlich das Problem. Das gehört hier eigentlich zu den Fleischgerichten. Hier ist natürlich alles voll. Dann packen wir es hier mit rein. Ah, guck, dann jumpt er nämlich los. Das habe ich vermutet. So, und das ist Hackfleisch oder sowas. Passt auch ein ganzer Karton rein, ne? Ja? Okay, eins nach dem anderen. Hm, hm, hm.
das schmeißt er jetzt weg. Aber mir ging es nur darum, dass es schon mal dran steht. Rinderhackfleisch, jo. 8,52. Dankeschön. Aber auch hier einmal kurz. Ein raus, da rein. Damit es schon mal dran steht. So, und den packen wir auch erstmal ins Lager, damit wir da schon mal die Plätze reserviert haben. Und zwar hier neben. So, den wird er jetzt zwar auch einräumen, das weiß ich. Ich glaube nämlich nicht, dass wir Geld haben zum Nachbestellen, deswegen... Wir müssen ja die Unterbeine auch noch. Und zwar Prostuito, was auch immer das ist. Kühlschrank ist alles Kühlschrank, ne? Und Hühnerbeine. Ein, zwei. Zack. So, die müssen auf jeden Fall auch im Kühlschrank. Warum schreiben sie nicht einfach Hähnchenkeule, ne? Gut. 5, 2. Ja, ja, gut, das sind billige Hühnerkeule, muss ich sagen. Aber passt schon. So, auch hier wählen wir einmal. Damit ich den anderen einmal ins Lager stellen kann. Danke. Warte mal, ich weiß, den hatten wir gerade drin. Ja, ja. So richtig ist. So, den stellen wir denn. Ah, wo das alles hin soll, ist eine gute Frage, ne? Auch erstmal hier mit rein. Wird er jetzt eh reinräumen? So, und ich glaube, das ist auch nochmal Schinken. Okay, hier ist das gleiche. Bim, bim, bim. So, da ist der Marktpreis 7,41. Das soll wahrscheinlich irgendein guter Schinken sein. 7,41. Schön, dann haben wir 2,78. Und den stellen wir auch ins Lager. Ich weiß, räumt er auch wieder ein. Problem ist, wir haben keinen Platz mehr. Und den Getränken will ich ja nicht ungern haben. Eigentlich will ich auch nicht bei den Eiern hinhaben, aber gut, ich bleib da ja nichts anderes übrig, ne? So, auch wenn er den jetzt reinräumen wird, aber so sehen wir zumindest, den wird er komplett reinräumen. Mal gucken, was ich noch nachbestellen kann. Erstmal dieser Prosecco-Dingsbums da. Zweimal. Bip, bip, damit wir ihn hier im Lager haben. Den auch zweimal. Hm. Muss ich jetzt wieder nachmachen? Ich weiß mir nicht, ob das Geld reicht. So, die Hühnerbeine hatten wir hier. Was hat nochmal Hühnerbeine? Mehr davon dürfen sie nicht reinräumen. Schränke müssen voll sein. So, und dieser komische Schinken. Wo hatten wir den denn hingeräumt? Hier war das, ne? Jo. Dass wir zumindest zwei davon im Regal haben. So können sie wenigstens im Laufe des Tages nachfüllen. Dann passt das. So, den Schinken haben wir. Wir brauchen von dem noch einen. Dass die Packungen hier alle so ähnlich aussehen, ne? Da kommt man echt durcheinander. Aber ich glaube, das war die Lasagne, die wir noch einmal brauchen. Warte mal. Nö. Das ist dieses Schinkengebäck. Das da. Aber ich glaube, Lasagne brauchen wir auch einmal. Ja, ja, dann passt das. So, und den blauen brauchen wir auch einmal. Den da. Haben wir die drei nämlich auch aufgefüllt? Hier muss ich auch einmal gucken. Ob das geldtechnisch mich alles so hinhaut, ne? Wir brauchen eigentlich die beiden Schinken- und Hackfleischsorten auch noch jeweils zweimal. Hier. Und zwar. Ist das der? Also, Hackfleisch ist auf jeden Fall der. Bip, bip. Sieht man so schlecht, ne? Aber mal gucken, so ein blauer Rahmen rum. Müsste der sein, ne? Ah, es kommt hin, wie es aussieht. Aber gerade eben so. Okay. Schön. Sind wir überhaupt pleite? Ah, dafür haben wir die reingekriegt. Das ist auch gut. Und Lager ist auch voll. Das ist doch schon mal gut. Na, das heißt voll. Aber erstmal genug Vorrat, dass wir da verkaufen können. Schön.
Dann haben wir die Lizenz auch am Start. Gut, den Rinn. Dann dieses Schinkengebäck da rein, das ist hier. Und die Lasagne rein. Haben wir auch alles, was wir jetzt neu geholt haben, zumindest erstmal zwei drin von, ne? Glaube ja. Ja. Zwei ist nicht viel, aber es ist zumindest erstmal drin. Jo. Schön. Dann haben wir uns wieder neue Waren, die wir anbieten können. Wir hätten aber noch eine Lizenz, ne? Da brauchen wir erstmal wieder Geld. Oh, die hier. Oh, Kaffee, Soda und so weiter und so fort. Und die nächsten kommen erst ab 6:15. Okay, das dauert ein bisschen. Aber so viele Lizenzen sind es dann auch gar nicht mehr. Mhm. Schön. Dann haben wir das aber auch erstmal erledigt. Denn sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal sehen, ob wir jetzt dadurch mehr Kunden anlocken oder nicht. Also langsam sicher. Zwar totales Chaos unserer Waren, aber wir haben anscheinend eine sehr große Auswahl mittlerweile. Das ist schön. Tschüss. Vielen Dank. Bis morgen. Bye, bye.